Hallo zusammen! So, ich komme mal dazu, mein Action-Video zu drehen. Und zwar seht ihr schon mal hier diese Matte hier. Die ist ja 60 mal, ich glaube nochmal 60. Aber da sie mir ehrlich gesagt so kindlich ist, ich habe sie aus der Kinderabteilung, möchte ich sie anders gestalten. Und ja, dazu habe ich mir Folgendes gekauft. Und zwar diese selbstklebenden Holzoptik, selbstklebenden Folien. Und das sollte eigentlich ganz knapp passen. Und wenn es nichts wird, dann habe ich noch immer die Rückseite. Und wenn es dann nicht klappt, dann habe ich hier noch so eine kleinere gekauft. Die sind jetzt in dieser Farbe jetzt auch nicht so meins. Also ich mochte eine Zeit lang Petrol, aber im Moment habe ich mich daran satt gesehen. Und da dachte ich, ich beklebe die einfach mal. Und wenn nicht, dann habe ich wenigstens eine kleine Unterlage, damit ich, ja, ich habe schon so einen Farbfleck auf meinem Tisch. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und aus diesem Grund würde ich sie damit verschönern. Und endlich komme ich mal dazu, das Video zu drehen. Und dann kann ich das auch endlich mal machen. Ich freue mich da schon sehr drauf. So, dann habe ich gesehen in so vielen Videos. Und ich glaube, ich mache mal Blitz aus, Entschuldigung. So, gesehen in sehr, sehr super vielen Videos und ich fand die ja alle so wunderschön. Deswegen musste ich sie einfach kaufen. Ich habe, glaube ich, nicht alle bekommen. Ich habe irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe 9 bekommen. Ich glaube, es gibt davon mehr, aber ich zeig es euch mal. Die sind mit Glitzer und die sehen echt schön aus. Die sind noch ein bisschen geprägt, glaube ich. Und hier sind Tags und Blümchen. Und ach ja, wer mag denn keine Blumen, bitte? Dann haben wir einmal hier die Rückseite. Ich glaube, wenn man das aus der Folie rausholt, ist das echt besser. Aber ich möchte das jetzt nicht unbedingt machen. So, einmal die hier. Dann haben wir hier Blumen. Und auch einen Sonnenschirm. Und die Liebe und Bordüren. Und diese wunderschöne Brille. Ach Mensch. Ja, und hier haben wir auch. Ganz hübsch sehen die aus. Ja, die sind relativ groß, aber ja, für Scrapbooking und Fotoalbum und so weiter kann man sie gut benutzen. Dann haben wir hier welche. So grünlich, Garten, Fahrrad, Lavendel. Ja, ist echt sehr, sehr schön. So, und dann hier auch. Ich drücke es mal platt, damit es nicht so spiegelt. Das ist, glaube ich, eine Rose oder? Ich finde, das sieht auch ein bisschen aus wie eine Orchidee. Ach, ich weiß auch nicht, aber das ist eine Rose. Ja. So, und hier auch Kuchen und eine Kanne voller Blumen, so ein Holzherz, ein Blümchen. Dann haben wir hier so Eis und Tropical und ja, sehr sommerlich. Auf dieser Seite genauso. Das ist dann eher so was für ein Fotoalbum. Dann habe ich euch das schon gezeigt. Nein, hier ist nochmal ein schönes Fahrrad. Und ja, Bordüren und nochmal Bordüren. Nee, doch, das kennt, oder? Naja, Rotwein und Käse. Ach, das passt doch super zusammen. Rotwein und Käse. So, das habe ich dann doppelt, genau, damit ich eins verschenken kann. So, und das habe ich mir auch doppelt. Das mache ich dann auch. Also, ja, ich habe nicht alle bekommen. Und hier habe ich noch ein weihnachtlich, weil ich das Weihnachten 2016 noch gar nicht fertig habe in mein Album. Das würde ich noch fertigstellen. Da würde ich ein paar Sticker davon noch benutzen. So, ausgegeben habe ich 35,19. So, dann habe ich hier nochmal so eine Box. Die passt ja perfekt in das Regal von meinem Sohn. Und auch bei mir im Schrank. Aber ich glaube, die ist jetzt erstmal wieder von meinem Sohn für die ganz kleinen Autos. Ja, so schön wie das auch aussieht, wenn die Autos einzeln im Regal stehen, es ist einfach viel leichter für mich zum Sauberhalten, wenn wir das in den Boxen haben. Und ja, dann habe ich dieses Spray hier gekauft. Das ist dieses Cream White. Genau, das habe ich zweimal gekauft. Eins ist schon in Benutzung und deswegen atme ich auch so schwer, weil ich das Zeug echt eingeatmet habe. Ich besprühe ja damit meine Regale, die so ziemlich naturdunkelbraun sind. Genau. Und ja, die Box kommt gleich zu meinem Sohn ins Kinderzimmer. Dann habe ich noch diese kleinen Blöcke gekauft. Einmal den hier, weil irgendwie es gab keine anderen hübschen Blöcke an dem Tag da. Und ich wollte irgendwie Papier mitnehmen. Und ich wollte ja den Doppelklebeband haben. Den gab es da auch nicht. Und ja, der Tag war nicht wirklich erfolgreich für mich. Und den habe ich jetzt zweimal gekauft. Eins verschenke ich. Wir machen, also es gibt so eine Happy Mail-Gruppe. Und ja, da hat sich eine Wunschfarbe gewünscht. Und von der, ja, es ist dunkelgrün oder tannengrün. Davon habe ich so gut wie gar nichts zu Hause. Und dachte, wenn ich ihr vielleicht den Blog schicke, würde sie sich vielleicht freuen. Ich finde das ja sehr, sehr schön.
Und eins habe ich gemacht und wieder ich mache draus irgendwas. Auf jeden Fall fand ich die aber auch sehr, sehr schön, so dass ich ihn zweimal gekauft habe. Einmal für mich und einmal für jemand anders. So, dann habe ich noch eine Box. Die ist irgendwie ein bisschen kleiner als die andere. Die soll, wenn es klappt, wenn es reinpasst, für alle meine Keksausstecher dienen. Denn die sind im Moment in einer Tüte. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, sie da drin zu lassen. Dann habe ich auf einmal noch Kaninchenfutter. Blütenmix. Also ich kaufe ja den häufig bei Rossmann und der hat keine Blüten. Und DM hat auch Blüten, aber ja, manchmal gibt sich das einfach nicht. Und ja, deswegen Kaninchenmix. Und ja, es ist getreidefrei. Ich achte darauf, dass sie nicht zu dick werden. So, dann zweimal das Herzchen hier. Das sind so goldene Steinchen bei einer Kinderabteilung. Dann einmal Mikrofasertuch, um meine Pinsel damit zu reinigen. Und ja, weil ich keinen doppelseitigen Klebeband gefunden habe, habe ich den mitgenommen. Und wenn ich jetzt nicht zu 100% von dem begeistert bin. Und ja, wie gesagt, die Box. Und für das Mini-Album von meinem Sohn brauche ich, weil das Einband ist jetzt komplett weiß. Und ich dachte mir, die Seiten würde ich auch weiß gestalten. Und ja, das ist zwar so, ja, ich weiß, ich habe es noch nicht benutzt. Ich weiß gar nicht, ob es sich das gut falzen lässt. Aber hier sind genug weiße Seiten. Und das passt ja für meine ganzen etwas Vintage-mäßigen Projekte, die ich so manchmal mache. Ja, und das habe ich mir halt eben zweimal gekauft. So. Und dann war ich heute noch ganz kurz bei Teddy. Ich habe nach was gesucht, was ich nicht gefunden habe. Und dann ist mir das hier ins Auge gefallen. Einmal, das habe ich schon mal gekauft gehabt. Das sind eben so Tortenspitze, was ich ja total gerne in Projekten benutze. Schwarzen Broschi, finde ich auch super, hatte ich vorher noch gar nicht. Ein bisschen Baker's Rape und drei dieser wunderschönen, da kommen schon, Briefumschläge. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass daraus ein Mini-Album werden könnte oder vielleicht ein Flipbook, was man dann halt eben für Querfotos benutzen könnte. Beim Flipbook ist es vielleicht ein bisschen schwierig, da was reinzustecken. Aber ich weiß es noch nicht. Ich habe es schon mal da. Sechs Umschläge habe ich dann jetzt. Und an diesem Papier konnte ich auch nicht vorbeigehen. Das ist 15x30 und es ist 200 Gramm schwer. Und es ist nur auf einer Seite bedruckt. Und von jedem Design gibt es zwei Blätter. Und es ist halt eben, ja, etwas gedeckter. In letzter Zeit stehe ich wohl auf diesen gedeckten, leicht Vintage-Stil, wenn ich das mal so ganz vorsichtig ausdrücken darf. Und die Papiere sind ja leider ein bisschen geknickt. Ja, naja, ist nicht so schlimm. Das, ja, ich blätter das flott mal mit euch durch. Ja, ich glaube, es würde auch sehr gut zu dem Thema passen, Tannengrün, was ich ja irgendwie kreativ umsetzen werde, weil ich gar nicht so viel Tannengrün habe. Mal schauen, ich glaube, daraus werde ich was machen. Ich muss mich auch zusehen, dass ich das auch jetzt gleich mache, weil ich wollte das nicht benutzen, solange ich es euch nicht gezeigt habe, weil dann vergesse ich das. So, das war mein Stapel. Zuerst fange ich, glaube ich, damit an, dass ich mir diese Unterlage schön beklebe. Dann räume ich meinen Tisch frei und fange an zu basteln. Aber ich muss noch eigentlich ein Heul drehen, aber ich glaube heute nicht mehr. Ich will jetzt basteln. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!